Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog-Eintrag. Heute wird geradelt. Meine erste Sporteinheit nach dem Panoramalauf. 15 Kilometer bin ich gelaufen. Deswegen werde ich heute nicht laufen, sondern meine Knochen schonen und etwas radeln. Was ich hier mache, erzähle ich gleich nach dem Intro. Ich fahre hier im Wald schon den ersten Berg hoch. Ein bisschen anstrengend muss es ja auch sein. Ich wollte heute so ungefähr eine Dreiviertelstunde Fahrrad fahren nach dem Panoramalauf. Das hat mir natürlich erstmal alles weh. Waren zwar nur 15 Kilometer eigentlich. Nur 15 Kilometer. Aber das habe ich ein bisschen mit mehr als mein eigenes Tempo gelaufen. Deswegen merke ich das schon in den Knochen. Naja, heute wird wieder geradelt. Hier bergauf jetzt. Dann habe ich es gleich ein bisschen einfacher. Habe mir so eine Strecke ausgedacht. Und dann habe ich gut was gemacht für heute und nicht gefaulenzt. Ja. Puh. Bis gleich. Gleich habe ich hier einen richtig schönen Anstieg. Da bin ich mal gespannt, wie lange ich da hoch brauche. Habe ich gar kein Gefühl mehr für, ob ich da irgendwie 3 Minuten fahre oder 6 oder 7, keine Ahnung. Das werde ich gleich mit der Kamera mal messen. Ich werde den kompletten Weg mal filmen, natürlich im Zeitraffer. Für jeden, der das jetzt guckt, keine Angst, im Zeitraffer. Und dann bin ich mal gespannt, wie lange ich da hoch brauche. Und jeder sieht auch, dass ich wirklich den Berg hochfahre und nicht nur irgendwas Doofes erzähle. Ja, gleich geht's los, noch fahre ich runter. Und dann geht's gleich wieder hoch. So, jetzt bin ich am Fuße angekommen. Ich werde jetzt mal hier kurz drehen. Die Kamera auf Frontalkamera stellen. Und dann geht's da wieder hoch. Mal gucken, wie lange ich brauche. So, los geht's. Ich bin gespannt. So, jetzt bin ich oben angekommen. Jetzt gucke ich mal auf die Zeit. Oh, war gar nicht mal so unanstrengend. Ich habe fast 8 Minuten gebraucht, 7:45 oder sowas. Ja, warte mal, ich drehe mal die Kamera. Dann sieht man mich auch ein bisschen. Puh, 7:45, ein Weg. Das ist schon ein Bergchen, ja. Kann man öfter mal machen. Gut, dass ich das jetzt mal gemessen habe, dann weiß ich für die nächsten Einheiten, was ich mal zwischendrin machen kann. Und jetzt fahre ich weiter und Richtung Heimat, weil ich habe schon 35 Minuten hinter mir.
Und ich wollte ja nur 45 und in 10 Minuten bin ich ungefähr zu Hause. Das ist gut. In knapp 2 Minuten bin ich daheim. Da habe ich es geschafft. 45 Minuten geradelt heute, die erste Einheit nach dem Panoramalauf. Hat mir gefallen. Nicht zu viel, aber ausreichend, um die Knochen nicht einrosten zu lassen. Ich sag bis zum nächsten Sportvlog. Cheerio, Miss Sophie, runter von der Couch. Macht Sport!